Hallo liebe Zielgruppe zu unserem letzten Video 2020. In diesem Jahr, genau. Wir wollen nochmal zurückblicken, einen kleinen Review machen und ganz wichtig natürlich die Vorschau 2021, was plant ist. Und ihr seht, wir haben uns extra auch winterlich hier alles vorbereitet. Also wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben hier Schnee hingeschafft, damit wir wenigstens ein bisschen Schnee haben. Genau. Ja, wir werden euch so einiges erklären. Anfangen tun wir mit dem Review 2020. Ja, was hat das Jahr 2020 so gebracht? Also Corona. Erstmal natürlich Corona. Corinna. Ja. Das böse Wort nicht. Meinetwegen auch das. Sie heißt Corinna. Wir haben ja alle Mann ganz schön, ja, ich sag mal, am Anfang des Jahres etwas leiden müssen, dass wir nicht fahren durften. Ja, und das ganz schön lange, ne? Dann aber hatten wir wiederum eigentlich einen relativ schönen Sommer. Also das kann man ja nicht sagen. Da durften viele wieder fahren. Campingplätze wurden wieder geöffnet. Auch wir sind unterwegs gewesen. Wir hatten eine tolle Tour, wenn den Sommerurlaub, wenn man den sieht. Und zwar war das dann in der Schweiz und in Österreich, ne? In den Bergen. Also, das ging alles gut. Also reisetechnisch haben wir ein tolles Jahr gemacht. Und es ist viel Technisches passiert, aber dazu suchen wir uns ein anderes Platz, um euch etwas zu erzählen. Genau. Technische Highlights. Ich versuche erstmal ein bisschen das Jahr zurück passieren zu lassen, weil wir haben Anfang Januar, Anfang Februar ging es ja mit unserem Bulli los, diesen Rückruf. Das Video ist oben verlinkt. Freue ich mich jetzt schon, das alles dann zu schneiden und dann zu verlinken. Jetzt habe ich eigentlich für einen Blödsinn das jetzt machen. Ah ja, aber alles für euch. Auf jeden Fall, da hat es ja schon mal mit angefangen. Schiebetüre, wir haben gedacht, oh, das kann nicht wahr sein. Ja, wir hatten ja leider immer mal ein bisschen Maläschen mit dem Auto, aber ja, gut. Es hat uns aber auch schöne Reisen beschert, das muss man auch genau, so sagen. Genau, das hattest du ja gerade vorher. Hat dann kam erfreut. Das große Belabern, muss man ja sagen. Also wir haben, ich habe meine Schwiegermama und Stefan hat immer mal wieder positiv geredet, dass doch unsere Schwiegereltern, also meine Schwiegereltern, die ja jetzt bald in Rentenalter sind, also da
50% ist ja schon, die anderen sind kurz davor. Wie wär's mal mit einem Wohnmobil? Und wir wussten noch nicht, was mit Corinna oder so. Und dann kam die ABF. Ja. Ja, sie haben ja vorher schon immer geguckt und so weiter, genau. Und dann stand halt Teddy da. Genau, dieses Auto, jenes also, Auto, die haben sich zig Autos angeguckt, den hatten sie überhaupt nicht, und dann ist der Weinsberg Pepper in die Familie gekommen. Ja. Tolles Auto, also wirklich. Und jetzt kann man auch sagen, wir haben den ja jetzt schon auch jetzt ein paar Mal mit benutzen dürfen. Also das heißt, zumindest mit denen zusammen benutzen dürfen. Und also von der Qualität her. Richtig. Also ganz ehrlich, Preis-Leistung passt. Es ist kein Nobelschlitten, das ist, denke ich, jedem klar. Aber dafür ist er auch günstiger. Und also großartig Probleme haben wir nicht gehabt. Nein, überhaupt also, definitiv nicht. Also die Probleme, die wir hatten, das konnte man selber haben wir ein bisschen euch per Video. Ja. Ne, oben ist jetzt auch mal eine Playlist zu unseren ganzen Weinsberg-Videos. Sind ja einige geworden in diesem Jahr. Ja. Also das war schon richtig schön. Und jetzt haben wir noch die Kältebrücke abgestellt. Das ist auch das neueste Video. Das ist auch mega gut. Also das haben wir gestern nämlich getestet. Also eindeutig, das Ding ist davor. Super. Wir haben hier Minus gerade, das muss man sagen. Genau. Wir sind im Harz unterwegs und hier sind minus 2 Grad, so fast so. Gefühlt minus 4. Ja. Also man sieht ja, wir haben ja alles uns eingepackt. Bisschen Schnee liegt ja auch noch. Genau, also das war wirklich so das Jahr 2020, was man so anguckt. Wie gesagt, wir haben ja wieder schöne Reisen, viel Technik haben wir gehabt. Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich auch in die Zukunft schauen. Ja. Und zwar 2021, aber ich finde... dazu suchen wir uns nochmal einen anderen Platz. Da suchen wir uns ein schönes Ort um. Und da nehmen wir euch mit. Also, auf geht's. So sieht's aus. Aber nicht ausrutschen. Ja, dann wollten wir eigentlich jetzt unser Preview 2021, also die Vorschau auf 2021, aber ja, wir skripten ja nicht mehr, wir machen ja alles außer Lamengen und dann vergessen wir wieder zu sagen, ja, ganz wichtige technische Änderung, unser Name hat sich ja jetzt auch geändert, Kreuzfahrt Bulli, damals sind wir ins Jahr gestartet, irgendwann sind wir zu Kreuzfahrt Camper geworden. Und warum das? Weil wir ja unseren Bulli abgeben werden, wir wären ja auch ein Camper und wie gesagt, der Pepper war so der die Initialzündung, weil wir sagen, natürlich kommen immer wieder Videos zum Pepper und dann macht Bulli irgendwie keinen Sinn. Genau. Und deshalb haben wir jetzt das umgesetzt. Ich habe auch gestern tatsächlich auf unserer Internetseite kreuzfahrtcamper.de auch mal noch ein paar Verlinkungen rausgenommen, wo noch Bulli stande. Ja. Wurde also, mal kontrolliert ja immer noch mal wieder, ne? Ne, also wir haben das jetzt aber alles umgeswitcht. Also das war auch eine technische Änderung, die noch notwendig war. Dann, wo wir noch im 2020 waren, richten wir natürlich noch ganz liebe Grüße aus an Iris und Uwe. Das wird, glaube ich, einer unserer Highlights sein, dass wir auch mal andere YouTuber kennengelernt haben. Ja, definitiv. Wir hatten ja bei Kai auch angefragt, aber da hat es zeitlich leider nicht gepasst. Ja, war so. Da sind wir mal gespannt. Vielleicht passt das Jahr 2021, 2022 im Schnee. Also der macht gerade tolle Bilder. Wir denken, ja, das wäre jetzt auch lustig. So viel Schnee haben wir hier nicht. Ja, und was haben wir dieses Jahr dann noch eigentlich an Bestellungen gemacht, getätigt? Bestellungen habe ich bestellt. Ich habe mir ein neues Handy bestellt, ja. Ja, außer das. Was Größeres. Was Größeres. Nämlich unser neues Gefährt natürlich. Ja, das... Wir haben unseren, ja, uns entschieden für eine Marke, und zwar Malibu. Und ja, dadurch haben wir den natürlich auch bestellt, logischerweise. Der sich natürlich ein bisschen Zeit lässt. Na ja, gut. Ja, wir, Corona vielleicht auch geschuldet. Wir warten und so. Momentan immer noch auf unsere Auftragsbestätigung. Das ja, Einzige, ist jetzt ein halbes Jahr her. Was wir wissen, also es ist irgendwo angekommen, weil wir haben eine Umfrage zu einer Messe bekommen, wo wir gar nicht waren. Aber irgendwie sind wir in dem System hinterlegt. Also wir sind gespannt. Also das wird definitiv natürlich nächstes Jahr 2021 das Thema sein. Bulli werden wir noch ein bisschen genießen, solange wir ihn haben. Aber dann Malibu, Malibu, Malibu. Und wenn, wenn ihr nochmal hört, ne, Malibu, da ist das von Bulli, das Bu und das Li auch mit dabei. Ja, genau. Wir machen nur eine Ma noch dazu. Genau. Ja, und was sonst so... Sehr gespannt auf jeden Fall. YouTube-technisch sich so ändern wird, ja, da suchen wir uns jetzt wieder ein neues Plätzchen und berichten dann darüber. Denn es gibt einiges, was sich ändert. Ja. In unserem schönen Harz sind wir, haben ja auch schon das eine oder andere Video in den letzten 2 Jahren gemacht. Und jetzt wollen wir gucken, YouTube, gibt es wie gesagt eine Veränderung. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, für Statistik-Freaks sind nicht so viele, aber ich bin einer. Naja, man guckt sich das ja mal an. Sage und schreibe, mit diesem Video, 93 Wochen, haben wir für euch wirklich jede Woche ein Video präsentiert. 63 Mal auf einem Freitag.
ist so unser Stammtag gewesen, wo wir immer Videos rausgebracht haben. Das wird sich im nächsten Jahr ändern. Und zwar werden wir, das ist glaube ich die wichtigste Information, weniger Reisevlogs bringen. Wir haben einfach mal nachgeschaut, Reisevlogs sind eine Arscharbeit. Das ist wirklich sehr lange. Ja, das ist sogar das meiste eigentlich an Arbeit. Also so, wenn man jetzt so ein Fahrzeug durchdreht oder sowas, wenn man was vorstellt, das geht einfach recht schnell und das hat man zusammengeschnitten und dann noch ein bisschen Musik und ein bisschen was, noch ein paar Informationen zusammengesammelt, geht einfach schneller. Das geht einfach schneller. Ja. Reisevlogs, da hat man die Bilder, hat man jedes, hat man sehr viel. Ja. Und da müssen wir einfach sagen, wenn ihr auf unseren Kanal geht und guckt euch die Reisevlogs an, die haben sehr, sehr, sehr wenige Views, dass sich die Arbeit da nicht mehr lohnt. Natürlich werden wir große Touren, die werden wir machen. Unser Sommerurlaub und so weiter. Ne? Wir planen für 2022 zum Beispiel eine Malibu Pepper Edition Norwegen Reise. Also allein das wird wahrscheinlich sehr interessant werden. Das, beide Fahrzeuge, ja. Wie sind die? Weil die sind ja unterschiedlich. Gasheizung gegen Dieselheizung, Kompressor gegen Absorberkühlschrank. Wer gewinnt den Kampf in Norwegen? Also das bleibt spannend. Aber erst 2022. Ja, und wie gesagt, wir haben entschieden, halt weniger Reisevlogs zu machen. Wenn wir an Orten sind, die wir selber euch noch nicht gezeigt haben, dann werden wir vielleicht mal am Wochenende machen, aber halt weitaus weniger. Wie gesagt, sie sind nicht gefragt und auch da müssen wir halt auch auf unsere Zeit achten. Genau. Was es aber geben wird an Videos, wir werden weiter Stellplatzguides machen. Also wir werden euch Stellplätze vorstellen, wir werden euch auch Fahrzeuge vorstellen, andere Camper. Klar. Wir werden Technikvideos machen. Die werden sogar relativ viel sein, weil wir den Malibu noch ein bisschen modifizieren wollen. Genau, wir haben da wenig technische Ausstattung genommen, damit der da basteln kann, bis zum geht nicht mehr. Ja, es kommt halt natürlich drauf an, wann kommt der Malibu. Das schauen wir dann. Also auf jeden Fall, das wird so YouTube-technisch das sein. Und wir haben schon 4 Videos in der Planung. Welche Videos das sind, ja, da denke ich mal, suchen wir uns mal wieder ein schöneres Plätzchen. Und dann erzählen wir euch davon. Genau, ich laufe mal da mal weiter. Was eine Tour! Ja, zum Schluss war es so sehr sumpfig und matschig und der Weg war irgendwie auf einmal weg. Erst eine richtig schön ausgebaute Straße und dann war er am Weg. Und dann war alles weg. Aber gut. Ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, welche Videos haben wir noch in Planung? Also natürlich gibt es Pepper-Videos weiterhin. Ne? Auf also, jeden Fall. Da haben wir schon was so die ganze, der Frühjahrsputz, der steht ja auch wieder an. Dann haben wir natürlich, wenn wir uns ein bisschen drehen, das Fazit vom Bulli und natürlich das Abschiedsvideo. Das wird dann eins, so wir können sagen, fast 3 Jahre Bulli. Was ist daraus geworden? Dann wollen wir auf jeden Fall ein Video machen zum Thema persönliche Entscheidung. Das letzte Video, was wir gemacht haben, Kaufentscheidung Malibu, das war sehr kontrovers diskutiert. Und da möchten wir natürlich nochmal einen Kommentar zu abgeben. Genau, und zwar, warum wir uns für diverse Sachen entschieden haben und warum wir sehen, dass dort vielleicht Autarkie zum Beispiel ein bisschen besser gesehen ist. Genau, der Arbeitstitel heißt unsere persönliche Kaufentscheidung, um das einfach nochmal zu erklären. Und dann natürlich die Malibu-Konfiguration. Ja. Das haben wir bei Sarah und Uwe von Campingfieber gesehen. Ja. Hat uns sehr interessant und wir wollten euch natürlich auch sagen, warum, wie haben wir unser Malibu konfiguriert? Genau. Das sollen die Videos sein, die wir geplant haben, aber, das hatte ich ja schon gesagt, nicht mehr auf irgendeinen Freitag, sondern es wird jetzt so sein, wenn wir ein Video fertig haben, dann wird das hochgeladen. Genau, so, also wenn es kontrolliert worden ist, natürlich noch gerendert. Wenn das alles der Fall ist, dann laden wir es hoch. Genau. Das ist so der Ausblick, die Zukunft. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, wo wir unsere große Reise machen wollen. Ich wollte gerade sagen. Kein Plan. Nee, das wissen wir auch noch nicht. Erstens hängt es davon ab natürlich, wann kommt der Malibu. Wie geht es mit Corinna und weiter? Das zweite ist, was sagt Corinna, wenn du das so sagst? Genau, dann, das ist der Entscheidungskraft. Aber ich glaube, das weiß ja keiner von uns. Es geht euch genauso. Ja. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Unser Review und Vorplan für 2021. Ja, eine kleine Vorschau. Als erstes sagen wir natürlich, vielen, vielen lieben Dank an euch, liebe Abonnenten, an euch, liebe Zuschauer, dass ihr unsere Videos geschaut habt, dass ihr geliked habt, dass ihr kommentiert habt
Und das hat uns sehr gefreut. Es sind auch sehr viele dazugekommen, also vielen Dank dafür. Genau. Toll, freut uns. Sehr stark über natürlich den Weinsberg Pepper, was wir uns verstehen können. Ja. Wir werden auch nächstes Jahr weitere Pepper-Videos bringen. Und Malibu natürlich. Ja, wir hoffen, dass wir ein paar Malibu-Fans dazu finden. Die Bulli-Fans, dass sie bei uns bleiben, wäre auch schön. Weil ja. Gesagt, wir haben ja immer was mit Camping zu tun. Es hat. Ist eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall da. Genau, wir sind auch alles so. Camper. Ja, dann soll es das gewesen sein auf jeden Fall. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit, eine schöne, Eine besinnliche Zeit, auch wenn es vielleicht dieses Jahr etwas anders ist als sonst die Jahre. Aber ja, ich denke, wir werden das alle das Beste draus machen und doch irgendwie für uns, eine gemütliche Zeit haben. Genau, dann auf jeden Fall, würde ich sagen, bleibt gesund. Das ist ganz wichtig, passt auf euch auf, genau. Dann auf jeden Fall abonnieren. Ja, das nicht vergessen, dann natürlich... Drückt die Glocke. Genau, wir haben extra eine besorgt. Genau, klingelingeling, denn dann werdet ihr auch informiert, denn unsere Videos kommen relativ ungeplant, haben wir ja schon gesagt. Genau. Also von daher macht auf jeden Fall Sinn. Ja. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Jahr, eure Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Jetzt musst du ausmachen, ich kann wieder nicht. Nicht mehr so. Nach Plan, genau. Nach Plan. Wir planen jetzt genau. Auch nicht mehr, weil wir sind schon lange nicht mehr nach Plan. Ach. Und das wollen wir auch nicht. So, und dann heißt es für uns, weil wir wissen, dass das Video kurz vor Weihnachten rauskommt. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit, eine schöne Weihnachten. Kommt gut ins Jahr 2021. Lasst die Korken knallen, denn dieses Jahr muss richtig gebührend verabschiedet werden. Was? Ui. Sehr rutschig hier, ne? Ja. Ja, ich sehe das jetzt auf den Fall.